So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Paladins. Das ist kein richtiges LP, eigentlich ist das ein Commentary, da ich, oh, ich glaube, ich muss niesen. Oh, ich sollte hier mal Pause machen. Ne, ist eigentlich auch blöd. Ne, ist ja egal, ich bin gerade voll verwirrt. Also, worauf ich hinaus wollte, mein Lieblingswort in der letzten Zeit. Das ist ein Commentary, weil ich habe mal einen anderen Modus ausprobiert und ich wollte währenddessen fette Techno-Musik hören. Und da weiß ich nicht, ob ich das so darf. Aber wenn Twitch-Streamer das sowieso machen. Ich zocke natürlich allein, sonst kann ich ja die Musik nicht wirklich hören. Und ich wollte mal diesen Survivor-Modus ausprobieren. Jo, dann warten wir mal auf die Runde. Ja, Survivor-Modus ist halt Team-Deathmatch, wenn man es genau betrachtet. Und zwei Teams gegeneinander, ist auch recht schnell die Runde. Und das ist so, man muss halt in einer gewissen Zeit das gegnerische Team platt machen. Wenn man das nicht schafft, wird halt die Map immer kleiner. In diesem Fall ist das ein Eissturm, der aufzieht und einem, wenn man halt nicht im Mittelpunkt, in diesem Kreis steht, in der Mitte der Map, dann stirbt man nach einer gewissen Zeit, ja. Ich habe jetzt erst zwei von diesen Runden gemacht und ja. Hier schneiden wir, weil das dauert ein bisschen zu lange, bis da ein Spiel kommt. Ah, doch, also es hat doch noch funktioniert. Jo, ich war noch am Überlegen, ich wollte einen Shooter-Charakter nehmen, entweder Victor, aber ich habe mich dann gleich umentschieden, weil ich wollte eine richtig gute Flammengranate haben und die besitzt nur, wie heißt sie nochmal? Genau, die Tyra. Jo. Oh, ich überlege gerade, wollte ich noch irgendwas Großes erwähnen? Also ich habe schon mal mit einem Kumpel geredet, der ein bisschen sich mit Mischpulten auskennt, denn ich hätte ja echt gern mal in der Zukunft das so. Entschuldigung für die vielen M's. Dass man das quasi so machen kann, dass man Mischpult hat, zwei Eingänge, einmal vom PC, wo der Teamspeak oder Skype läuft, und zum anderen einen anderen Eingang von einem Smartphone, von einem MP3-Player oder sonstigem, wo Musik läuft. Dass man dann zwei Regler hat, die man unterschiedlich laut machen kann. Und so zu zocken, wäre echt mal echt Knorke, ja. Genau. Ja, gegnerisches Team auch wieder. Bisschen tanklastig, schadenlastig. Eine scheiß Snipperin wieder, ey. Oh, kotzt einen schon wieder bisschen an. Genau. Da ist man nun. Interessant, dass man die 30% Lebensraub kriegt. Als Standardding fand ich auch sehr nett. Die Karten lese ich mir jetzt nicht durch. Was man gleich erkennen wird, man muss hier seine, ja, Buffs nenne ich jetzt mal, im Shop nicht kaufen. Das geht vollkommen automatisch. Man hat bereits schon vier Stück vorgegeben. Schnelleres Laufen, wenn man jemanden killt, kriegt man mehr Leben, Schadensreduktion und irgendwie Renegaration, Abrobbung quasi. Und wenn man halt einen gewissen, ja, Geldbetrag besitzt durchs Töten, dann wird das automatisch um Level erhöht. So, dann versuchen wir mal hier das Glück. Da sind die Gegners. Da habe ich schon gut Schaden bekommen. Ah, da ist der Turtle. Bam, erstmal genau diese Feueraue finde ich sehr praktisch. Und hier schön viel kritisch, dann macht er seine scheiß Schildscheiße. Was nichts bringt, dagegen drauf zu schießen. Doch oben hat er eine Anzeige gehabt und bam, wenigstens mal den ersten Kill gehabt. Und wie man schon sieht, ich bewege mich sehr smoothie. Wegen Musik und bam und geil. Also richtig gut Techno und so, ja. So, jetzt versuche ich den da. Leider nicht gefunden. Und da schaue ich, wo ist er denn hin? Na, da oben muss ich mal ein bisschen ballern, aber da dachte ich mir schon, ich muss mal ein bisschen zurückgehen, denn ja, hinter mir hat mich dann doch jemand gekillt. Ja. Kommt vor. Ja, das ist dieser innere Kreis und man sieht schon, dass sich die Karte ein bisschen einengt, dass dieser Sturm immer näher kommt. Und da haben wir schon verloren. Oben in der Ecke sieht man Prozente. Was die jetzt genau bedeuten, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so, wie lange man am Leben war oder wie gut man war in der Runde. Man sieht auch oben, man hat insgesamt fünf Runden. Und das Kuriose ist auch, was man dann bemerken wird, wenn das eine Team schon drei. Oh, ne, Spoiler-Alarm, Entschuldigung, wenn ein Team quasi, ist ja die Frage, welches Team, wenn ein Team quasi drei Wins hat, geht das Spiel nicht sofort auf Ende. Es geht weiter, bis ein Team voll auf 5 hat. Genau. So, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß, es ist gerade ein bisschen monoton. Eigentlich müsste ich ja, versuche ich ja auch immer was reden, denn es gibt ja keinen anderen Sound. Ja, geht halt so nicht anders.
Da versuche ich mich wieder an der Turtle. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Eigentlich muss ich ja eher auf die Schadenstypen gehen, aber die Turtle kann einen reinziehen. Und man muss schon irgendwie als Team zusammenarbeiten. Und wie in LOL oder so, wir kriegen es bald zusammen, dass wir sogar vier Leute sind, die dieses Spiel zocken. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch einen fünften zusammen. Und dann rocken wir aber echt die Runden, sage ich dazu nur, ja. Das hat jetzt ja auch keine Auswirkung, die ganze Zeit lange im Kreis zu stehen. Man muss halt nur am Ende da drin sein, ja. Da versuche ich irgendwie, glaube ich, außen noch rum. Ja. Oh, da sind sie. Ja, jetzt bin ich voll von der Ulti, von diesem Scheiß. Hier vom Viktor getroffen worden. Ey, so ein Beschiss. Bam, bam. Ja, jetzt haben wir schon die zweite Runde verloren. Na, da sieht man das nochmal, dass das jetzt automatisch gekauft wurde. Unten in der Ecke das Rote mit, dass das Lebensregeneration abgerobbt wird. Oben bin ich jetzt auf 91%. Keine Ahnung, ob das so supi ist. Ja, da sieht man mal ein bisschen die Statistiken. Ah, da, ich hab die ganze Zeit die Tode und sowas gesucht. Okay, wird später nochmal aufgemacht. Ja, geht's jetzt wieder los. Ja, lauf los. Ach, da habe ich gerade die Musik lauter gemacht. Ich wollte hier, muss doch noch mal was gehen hier, ja. Okay. Ah, nee, da habe ich nicht so gut getroffen, ja. Da ist wieder der Turtle, den wollte ich mir jetzt quasi schnappen. Da mache ich wieder kritisch, interessanterweise. Jetzt haue ich mir meine Ulti rein und hoffe, dass ich damit irgendwie, aber man ist auf dieser Map viel zu offen. Da, vier Stück auf einmal. Da. Bäm, richtig gut getroffen, die Granate, ja. Mit weglaufen, gut gekonnt, aber nichts gerobbt. War zu wenig. Meine anderen Teams haben gefehlt und hier. Wie fett ist das? Achtung. Headshot, tot. So einfach mit der Sniper-Footy. Kaum zu glauben. Dabei war ich so weit weg und da war noch so ein Stingsbums, damit man da ja nicht getroffen wird, so ein Abhang. Gott. Naja, so was im Weg halt. Ja. Ich hatte auch schön, während die Musik läuft, meine LED vom PC hatte ich schön auf Takt der Musik mitgehen. Das war richtig geil. Auch generell habe ich hier gerade alles, was ich an LEDs so habe, an. Das ist einmal so eine Lichterkette für einen Weihnachtsbaum in allen schönen Farben. Dann so einen richtigen LED-Streifen, den habe ich aber an die Wand geklebt, locker geklebt, dass man ihn auch wieder abmachen kann. Und dann besitze ich noch so eine Kugel, die sich so dreht. Also naja, es ist eigentlich nur, es ist keine richtige Kugel. Die hat halt nur so einen Motor innen drin. Und das ist gerade von hinten nach vorne, deshalb sehe ich hier so ein paar schöne bunte Flecken auf der Wand und auf der Decke. Ist schon echt cool. Jo. Da, ja, wieder tot. Super geil. Ja, wie gesagt, die letzte Folge müsste das gewesen sein, wo ich mit dem Viktor doch seltsamerweise abgegangen wie ein Zäpfle. Kommt ab und zu doch noch einmal vor, aber wenn man es dann herausfordert und unbedingt will, kommt es nicht, ja. Ich hatte auch mal so eine Runde mit ihm hier gehabt, da habe ich nichts gerobbt, ja. Auch so eine Deathmatch-Runde. Da sieht man schon hier, der Nebel wird immer näher, immer näher. Der Kerl muss sich beeilen, aber wird's. Sind noch zwei übrig. Ja, jetzt nur noch einer übrig, ja. Tja, jetzt ist er zu nah an der Grütze, also an einem Sturm, und ist dadurch gestorben. Drei Eliminierungen, vier Tote, eine Todestötung, beste Strähne 1. Naja. Na, da gehe ich das nochmal so ein bisschen durch. Ja, schade irgendwie. Schon wieder eine Niederlage. Finde ich jetzt nicht so supi. Ja, kommt vor. Ja, in den nächsten Folgen muss ich dann auch mal andere Champions testen. Das hatte ich ja noch mal erwähnt vor ein paar Folgen. Und wenn ich Level 10 bin, das bin ich bald, ich bin noch 9, 2 Drittel oder so, dann werde ich mal gucken, ob man so ein bisschen was mit den Karten vor allem machen kann und mit den Items ein bisschen verschönern halt. Da, jetzt habe ich mal einen gekillt, jetzt versuche ich mich gerade am nächsten, muss aber gerade wieder abhauen. Dann ist dieser Kerl die ganze Zeit auf mich drauf, will mich und fickt mich und tja. Das ist jetzt die Sache, wenn man als einer der ersten stirbt in diesem Team Deathmatch, man kann sich jetzt nur zurücklehnen und nichts machen, da ist, ja, die letzte Runde ist. Noch zwei von uns leben. Vielleicht ist es um die prozentual auch die Leben. Nee, das macht auch keinen Sinn. Guck, das steigt nämlich jetzt wieder. Total kurios. Oder doch eine Killrate? Keine Ahnung. Schafft er den jetzt?
Jetzt ist er betäubt. Wow, wow, wow. Nee, das, jetzt hat er sich selber auch cool. Der kann das ja auch. Dieser Bogenfutti. Aufpassen. Ist die Frage, wie lange sie sich unsichtbar machen kann. Nee, hat nichts gebracht. Schade, schade, schade. Voll kurios, dass der Revolver hält da noch drin steht, obwohl ich ihn ja eigentlich gekillt habe, ja. Ah, jetzt sieht man hier nochmal Victor. Oh. Wie er so abgegangen ist. Na auf. Ja, da packt er sich die Ulti aus, bumm, tot und dann auch auf mich noch die Ulti. Wir versuchen dann auf den Drogus, den trifft er nicht und dann ballert er noch ein bisschen drauf. Wirft noch eine Granate und von hinten, ja, macht er einen Dreifachen. Hat unten eine 7er Strähne. Oh. Ja, wie immer wird man nicht erwähnt. Bei Belohnungen dauert es natürlich wieder immer ein bisschen. Und jo. Ja. Ja, es ist noch fast ein halbes Level. Und ich habe seltsamerweise 500 Gold einfach mal so erhalten. Keine Ahnung warum. Meisterung, aber warum? Was habe ich denn gemacht? 4 Kills, eine Flanke, eine Meister-Solo-Kill, 2 Killsträhnen, super. Und Schaden von 17.000. Eigentlich noch zu wenig. Naja. So, dann würde ich mal sagen, war es das quasi mit der Runde hier. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich glaube, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen. Ja, danke, tschüss und bis dann.